Bangkok. Das sind Tempel, Nightlife, Streetfood, solche Tanktops wie diese hier, alles was dazugehört. Ich war vor 11 Jahren schon mal hier gewesen und bin heute wieder genauso fasziniert. Diese Stadt ist einfach nur crazy. Bevor wir die Stadt erkunden, wollen wir euch nochmal ganz kurz unsere Unterkunft zeigen. Und zwar das You Need Guesthouse. 15 Minuten zu Fuß von der Khao San Road entfernt, also eine ganz gute Lage. Und wir zahlen 20 Euro pro Nacht für ein Doppelzimmer mit eigenem Bad. Ist recht sauber und wir können es von der ersten Nacht, die wir hier hatten, auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Auf geht's zum Königspalast. Natürlich mit dem Tuk-Tuk, wie sich das hier in Bangkok gehört. Wir zahlen jetzt 100 Baht. Dauert so, keine Ahnung, 10 Minuten und sind gleich da. Also für den königlichen Tempel gilt, sowohl für Männer als auch für Frauen Schulter und Knie bedecken. Aber die kann man ja vorher kaufen für so dumme Leute wie mich. Mit kurzer Hose gibt es hier ganz viele Verkäufer und ich glaube, eine Hose kostet so 100 Baht, wenn man jetzt nichts dabei hat. Aber eine Hose mit Elefanten. Du wolltest eh eine haben. Aber keine mit Elefanten. Das gehört einfach dazu in Thailand. Wobei ich die sogar ganz cool finde. Geht. Der Königspalast ist die bekannteste Sehenswürdigkeit hier in Bangkok und dementsprechend auch gut besucht, wobei es geht noch einigermaßen. Und das Ganze heißt Königspalast, weil Thailand ist ein Königreich und hier ist die Residenz des Königs. Aber darüber hinaus ist hier auch noch der Smaragdbuddha. Das ist das größte buddhistische Heiligtum des Landes und wir schauen uns jetzt mal hier ein bisschen um. Sehr beeindruckend. Also es ist wirklich alles komplett bunt und voller Gold. So viele Details und liebevolle Verzierungen. Also man weiß gar nicht, wo man hingucken soll und wie man das alles sich aufsaugen soll, aber es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Ich bin ja schon zum zweiten Mal hier. Ich war ja 2011 schon mal in Thailand, da haben wir das natürlich auch gemacht. Aber auch beim zweiten Besuch ist es wirklich spektakulär, gerade jetzt mit Kamera. Man weiß gar nicht, was man fotografieren und filmen soll, weil es einfach so viel ist. Also echt cool. Kleiner Funfact zum Smaragdbuddha, der ist nämlich eigentlich gar nicht aus Smaragd. Der wurde in einer Stupa in Chiang Rai 1434 gefunden und war in Gips gewickelt. Und irgendwann hat man dann gemerkt, dass der Gips so ein bisschen abblättert und hat gesehen, dass er unten drunter grün ist und hat dann gedacht, okay, der ist aus Smaragd, das ist aber eigentlich grüne Jade. By the way, wenn ihr euch fragt, warum ich hier wie so der größte Touri mit diesem Singa-Tanktop rumlaufe, das habe ich mir damals 2011, als ich hier in Thailand war, auf der Khao San Road gekauft. Von daher so ein bisschen Nostalgiefaktor. Yeah, yeah. What more? Yes. You walk there. Okay. Okay, okay, just walk. Yeah. Okay. Okay. Thank you so much. Hier an der liegenden Buddha-Statue. Von hier aus hat man einen richtig guten Blick drauf und die ist einfach 46 Meter lang und 15 Meter hoch, also wirklich riesig, sehr beeindruckend. Und auch das ganze Gelände hier ist wieder richtig cool. Wir gehen gleich noch mal raus und erkunden das ein bisschen. Und, deine Meinung? I like. Also Wat Pho, echt cool, weil neben dem großen liegenden Buddha gibt es ja auch noch verschiedene Hallen und Sammlungen von Buddha-Statuen und so weiter. Also definitiv ein Besuch wert und es ist natürlich nicht so voll wie der Königspalast, hat ein bisschen ruhigeren Charakter. Aber mit den beiden Tempeln kriegt man schon mal einen guten ersten Eindruck von der thailändischen Kultur und dem Theravada-Buddhismus hier. Aber jetzt so langsam bahnen sich ein paar Regenwolken an. Und nachdem jetzt mit den beiden Eintritten und dem Frühstück der Tag schon relativ teuer war, wollen wir euch mal einen Tipp zeigen, wie man günstig essen kann. Also unser Spartipp sind hier bei 7-Eleven diese Toasties, die gibt es hier mit Käse oder auch Schinken, Sausage, was auch immer. Die kann man sich hier quasi nehmen und dann machen die hier direkt warm. Soll geil sein. Dann gehen wir mal für zwei gleich, würde ich sagen. Auch ein guter Tipp, wenn ihr mal Kleingeld braucht, immer zu 7-Eleven gehen, die wechseln euch auch immer durch Tausender. Freuen die sich schon richtig jetzt über diesen Tipp. Nice. Und, schmeckt's? Ja, also ich würde sagen, für weniger als 1 Euro schmeckt es echt gut. Aber jetzt hat es leider angefangen zu regnen. Wir haben heute Abend noch ein paar Sachen vor. Mal gucken, was wir davon noch machen können, aber wird auf jeden Fall cool. It's called You Need Guest House. This is the address. 100? Two. Khao San Road, I know. Yeah. You told me, near there. Huh? Yeah, it's near, I can drive nearby, okay. Okay, 150 for like You Need Guest House. Ja, that's okay. Okay. Taxi und Tuk-Tuk fahren ist hier immer Verhandlungssache.
Weil die Taxis weigern sich meistens, das Taxameter anzumachen. Nicht immer, aber meistens schon, wollen lieber einen Festpreis haben. Und beim Tuk-Tuk auch einfach verhandeln. Also wir zahlen jetzt 150 für den Rückweg, obwohl wir 100 für den Hinweg gezahlt haben. Also auch mal so ein bisschen random, ehrlicherweise. Also offensichtlich können wir nicht gut verhandeln. Nee, das sowieso nicht. Sonst gibt es natürlich noch Grab, das macht es ein bisschen leichter. Da habt ihr dann einfach immer die Festpreise, wobei es manchmal ein bisschen teurer ist. Aber ja, jetzt schüttet es auf jeden Fall und wir gehen erstmal zurück ins Hostel. Die Nacht ist angebrochen hier in Bangkok und es hat auch mittlerweile wieder aufgehört zu regnen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall mega Hunger, es ist Zeit für Abendessen und wir gucken erstmal, wo wir ein leckeres Curry bekommen. So, wir sind jetzt hier auf der Rambutri fündig geworden. Das ist eine Seitenstraße von der Khao San Road, die ein bisschen ruhiger ist. Und hier bestellen wir uns jetzt gleich zwei Currys und haben auch noch nice Live-Musik mit dabei. Cheers! Passend zum Shirt. Ich würde lügen, wenn es das erste Singer meines Lebens wäre. Also 2011 hast du schon mal hier was Champagner getrunken? Nicht zu wenig, um ehrlich zu sein. Erneut eine Fried Tofu und Yellow Curry. Das war jetzt schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was gleich kommt auf der Khao San Road. Da ist nochmal eine Stufe drüber. So, Monika, you go to Wat Saket. Wat Saket? Yeah. Golden Mountain. Yeah. How much is it? How much you give me? 100. Okay, but you have in the long chair? Yes, yes, we have here in the back. Wenn verhandelt immer so leicht wäre. Because they make the grinding. Today, the big grinding day. You can see the, you see the sleeping Buddha? Yes, we saw it. Lucky Buddha? Lucky Buddha, no, right? No, no. You have a map. No, it's okay, we go to Wat Saket. You choose for the after two. It's okay, we will check out. Und es sieht geschlossen aus, oder? Ja, gar nichts los hier. Was ihr gerade gesehen habt, ist so eine ganz, ganz typische Abzocke. Die Leute sagen, da wo ihr hin wollt, da ist geschlossen. Macht euch stattdessen die Lucky Big Buddha Tour oder sonst irgendwas. Das ist alles nur ein Scam. Also, wenn ihr irgendwo hin wollt, fahrt da einfach hin. Wenn ihr nicht irgendwie aus seriösen Quellen gehört habt, dass es wirklich zu ist, weil ja, der Tempel, wo wir hin wollen, der angeblich heute Morgen gesäubert wird und zu ist, ist natürlich offen. Und übrigens, keiner weiß, was diese Lucky Big Buddha Tour überhaupt sein soll. Ja, also es gibt eigentlich gar keinen Big Buddha in Bangkok. Also. Also der Aufstieg ist weder sonderlich schwer noch lang, aber es ist ziemlich voll heute, weil es ist Feiertag in Thailand. Und zwar zu Ehren des verstorbenen Königs, der bis 2016 hier regiert hat und immer noch ein sehr, sehr hohes Ansehen in der Bevölkerung genießt. Das war auch der Grund, warum der Fuji-Store geschlossen war. Ich konnte die Audiobuchse von der Kamera nicht reparieren lassen. Das heißt, ihr hört jetzt so ein bisschen Windgeräusche. Sorry dafür. Und jetzt gehen wir mal ganz nach oben. Verschiedene Buddha-Statuen und jeder hat auch eine andere Bedeutung und jedes auf einen Wochentag zugeordnet. Und man sagt den Personen, die am jeweiligen Wochentag geboren wurden, bestimmte Eigenschaften nach und auch bestimmte Jobs, die besonders gut passen. Ich bin beispielsweise samstags geboren und mir soll logisches Denken liegen, ich soll ruhig und gelassen sein und mein Job ist Handwerker. Auch sehr interessant und ich spende jetzt mal ein bisschen was. Wenn ihr hier seid, müsst ihr auf jeden Fall bis ganz nach oben gehen, denn hier hat man einen richtig guten Blick über die Stadt und sieht erstmal, wie groß Bangkok eigentlich ist. Bangkok hat nämlich 8 Millionen Einwohner und in der Metropolregion sogar 15 Millionen, also es ist wirklich riesig hier. Haben wir es zum Lumpini Park geschafft, hier der grünen Lunge Bangkoks, dem größten Stadtpark. Und wir sind auch mit der Metro gefahren, weil sich das für die Strecke einfach mal angeboten hat. Statt dem Tuk-Tuk wollten wir es mal ausprobieren. BTS und MRT, wie die hier das Nahverkehrssystem nennen, hat jetzt so 30, 40 Cent pro Person gekostet für die kurze Strecke. Und man kann die Tickets entweder bei einem Counter kaufen oder an Automaten. Aber darauf achten, nicht alle Automaten nehmen Scheine, sondern meistens nur Coins. Aber ja, war mal eine ganz interessante Erfahrung und jetzt erkunden wir mal ein bisschen den Park.
Also ich finde, der Lumpini Park ist eine ganz nette Auszeit so von dem hektischen Getreibe in der Großstadt. Hier hat man mal so ein bisschen Ruhe und Grün um sich rum. Wobei die Wege hier relativ breit und asphaltiert sind. Es fahren keine Autos durch, aber das ist jetzt irgendwie nicht so schön. Aber es ist halt kostenlos und das kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, wenn man die Zeit hat. Ja, ist jetzt kein Must-Do, würde ich sagen. Aber hier sind so ein paar Leute, die rumjoggen und so weiter. Und hat schon eine sehr entspannte Atmosphäre. Ja. Und so langsam geht es Richtung Sonnenuntergang. Und da haben wir noch was sehr Nices vor. Wir sind jetzt mit dem Boot für nur 5 Baht hier rüber gefahren zum Wat Arun. Hier schauen wir den Sonnenuntergang. Das ist einer der bekanntesten Tempel Thailands und ich denke mal auch der letzte in diesem Video. Der Tempel ist schon zu, aber man kann die Aussicht noch von draußen mal genießen, solange man hier wirklich noch diesen traumhaft schönen Himmel hat. Also wirklich Daumen hoch für Bangkok und an dieser Stelle vielleicht auch fürs Video, wenn es euch bis hierhin gefallen hat. Und wir sehen uns morgen wieder. Bäckereisachen. Wir sind jetzt also 8 Monaten unterwegs und wir haben halt nie so richtiges Brot gegessen und ich vermisse es so sehr und dann habe ich das hier gesehen, dass es in Bangkok gibt und wollte unbedingt hierher kommen. Happy Helen. Oh yes, das war nice. Und jetzt habe ich noch eine Brezel mitgenommen und ein Stück Kuchen, weil es war ein bisschen viel, also bin ich für den ganzen Tag versorgt. Heute ist auf jeden Fall Tag der Gönnung. Neben dem Frühstück haben wir nämlich auch unsere Unterkunft gewechselt und sind hier im Novo City Hotel. Das ist vielleicht für die Leute interessant, die einen bisschen gehobeneren Standard haben wollen. Wir zahlen jetzt 50 Euro pro Nacht für ein Doppelzimmer inklusive Frühstück. Das liegt zwar über unserem Budget, aber es relativiert sich so ein bisschen für uns, weil wir erstens nicht mehr so viel machen und zweitens gibt es hier auch ein Gym im Hotel. Und das ist für uns auf Reisen einfach wichtig, dass wir fit bleiben, dass wir ein bisschen Sport machen können. Und die Area hier ist ganz gut. Es gibt ein paar günstige Restaurants und auch günstige Massagestudios. Das gönnt sich Helen dann auf jeden Fall auch. Und dann gibt es noch eine Sache in Bangkok, die wir zum Abschluss machen. Die müsst ihr auch auf jeden Fall machen, weil die ist echt cool. Hemd ist am Start, lange Hose und geschlossene Schuhe. Auch wenn sehr fragwürdige. Aber was anderes gibt der Rucksack nun mal nicht her. Meinst du, so kommen wir rein? Ja, wir haben alles gegeben, würde ich sagen, oder? So schicksten Outfits ausgepackt. Ich denke, mit dir hat man ganz gute Chancen. Aber was machen wir eigentlich? Wir sind auf dem Weg zu einer Rooftop-Bar zum Sonnenuntergang. Das wollen wir uns hier zum Abschluss nochmal gönnen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene hier in Bangkok. Die Skybar aus Hangover 2 ist mit Sicherheit die bekannteste. Die liegt allerdings etwas über unserem Budget. Und deswegen haben wir uns für die Moonbar entschieden. Die ist laut Google-Rezension nicht ganz so teuer und auch nicht ganz so streng, was den Dresscode angeht. Aber wir würden euch empfehlen, auf jeden Fall rechtzeitig euer Grab zu bestellen, weil ab 17 Uhr ist der Verkehr hier eine absolute Katastrophe in Bangkok. Wir stehen eigentlich auch die ganze Zeit nur und ich bezweifle, dass wir es auch rechtzeitig zum Sonnenuntergang schaffen werden. Und ein paar Wolken sind auch schon aufgezogen. Aber ja, wir freuen uns trotzdem. Ist auf jeden Fall schon mal sehr fancy hier drin. Ich weiß nicht, ob das hier ein Hotel ist oder was auch immer. Aber ja, krass. Ich fühle mich gar nicht viel am Platz. Aber mit meinen geschlossenen Wanderschuhen passe ich hier einfach perfekt rein. Kleines bisschen zu spät. Ja, ist schade, weil da haben sich so richtig viele Wolken gebildet. Ansonsten sah das jetzt richtig cool aus. Also die Aussicht von hier oben ist schon sehr krass. Hier ist auch so ein recht beliebter Fotospot, so ein kleiner Mini-Skywalk, wo man noch eine bessere Sicht über die Stadt hat. Ich werde euch mal ein Foto ein, wie das aussieht da. Also sehr, sehr, sehr nice. Und vom Dresscode her ist es auch nicht zu streng. Also ich glaube, wir stechen jetzt nicht so krass negativ raus, aber ey, heftig, einfach nur nice. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal genug gefilmt und Fotos gemacht, wird jetzt mal Zeit für einen Drink. Die Suche nach dem günstigsten Drink. Also das günstigste alkoholische ist Bier, eigentlich wie immer, kostet 300 Baht, also so 7,50 Euro, immer noch ziemlich teuer. Aber ehrlicherweise muss man nichts kaufen, also wir wurden überhaupt nicht gefragt. Ich habe gerade aktiv nach dem Menü gefolgt. Ich glaube, wir chillen jetzt einfach so hier und schauen noch, wie es dunkel wird und machen das günstig. Kaufen dann günstiges Bier in der Kaufsandhöhle. Yes. We'll be right back.
gar nicht vorstellen, wie fehl am Platz ich mich fühle. Hier spielen so eine Pianistin, überall nur Leute im Anzug. Krass, also definitiv nicht unser Vibe, aber trotzdem sind alle super freundlich und ja, war auf jeden Fall sehr nice. Und wir haben einfach 0 Euro dafür bezahlt. Ja, wir haben jetzt keine Drinks gekauft im Endeffekt. Es hat uns aber auch niemand gefragt und die waren schon ein bisschen teurer. Also es ist bestimmt auch schön, sich da hinzusetzen und in Ruhe dann noch einen Drink zu nehmen. Aber wir haben jetzt einfach den Sunset so geguckt und da ist auch kein Eintritt gekostet, einfach 0 Euro bezahlt. Also das ist auf jeden Fall ein guter Spartipp, denke ich. Für diejenigen, die ja dreist genug sind. Aber als Backpacker muss man halt gucken, wo man bleibt. Und wir haben auch zu Bangkok einen kompletten Blogbeitrag geschrieben unter www.betterbeyond.de. Könnt ihr nochmal vorbeischauen. Ausflug nach Ayutthaya, alle Highlights, alles was jetzt hier nicht im Blog ist. Gerade was Restaurants angeht, haben wir da noch ganz viele Tipps für euch. Also ja, schaut da mal vorbei, schaut bei unseren anderen Vlogs vorbei. Lasst ein Like und vielleicht auch ein Abo da, würde uns freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Bis dahin, ciao, ciao. Wie heißt das Ding? Matlabu. Und wie heißt das Ding? Smaragdbruder. Das ist kein Ding, ja. Wirklich? Ja. Das habe ich 2010 damals hier bei meinem Backpacking-Trip in Thailand gekauft. 2011. Die Parallelstraße. Die Parallelstraße, die... Rambutri. Ich würde halt so, wir sind jetzt hier fündig geworden auf der Rambutri. Wir sind aus dem Alter raus, wo man da jetzt sich ein Whisky-Bucket nach dem anderen reinhaut. Ich würde halt so, wir sind jetzt hier fündig geworden auf der Rambutri. Nur hätten wir noch auf Toilette gewesen. Ja, also Win-Win. Das ist eine außergewöhnliche Perspektive. Fühlst du mir unseren Rock oder was? Ja. Stalker.